Zahlreiche Palästinenser werden in ein Krankenhaus in Beit Lahia im Norden des Gazastreifens gebracht. Die israelische Armee hat die Menschen bei der Verteilung von Lebensmittelhilfen ins Visier genommen. Bei den Schüssen auf die wartenden Menschen wurden laut Hamas mehr als 100 Menschen getötet. Mehr als 700 weitere wurden demnach verletzt. Wir waren auf der Al-Rashid-Straße, als die Panzer plötzlich das Feuer auf uns eröffnet haben. Da wurden Hilfspakete verteilt mit Lebensmitteln, mit Mehl. Die Menschen sind in Richtung Meer geflohen. Es war eine riesige Menschenmenge. Die Besatzer haben ununterbrochen auf uns gefeuert. Es gab viele Tote und viele Verletzte. Weltweit ist das Entsetzen groß über das Blutbad. Der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte, er sei empört über die Bilder aus Gaza. Er verlange Respekt für das Völkerrecht, fügte er hinzu. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, er sei entsetzt über ein weiteres Blutbad unter Zivilisten in Gaza. In New York befasste sich der UN-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung mit dem Blutbad. An der heutigen Tragödie ist besonders herzzerreißend, dass viele Familien, die jetzt Angehörige beerdigen müssen, das nicht zum ersten Mal tun. Viele, die jetzt getötet oder verletzt wurden, haben seit dem Beginn des Krieges schon zahlreiche Angehörige verloren. Was die Fakten angeht, da sind wir gerade dabei, Informationen zu sammeln, um genau zu verstehen, was passiert ist. Wir sind mit der israelischen Regierung in Kontakt und es gibt eine Untersuchung. Wir werden uns diese Untersuchung genau ansehen und auf Antworten dringen. Die israelische Armee hatte zunächst von einem Gedränge gesprochen, bei dem es Tote und Verletzte gegeben habe. Einige seien auch von den Lastwagen mit Hilfsgütern überfahren worden. Anschließend räumte ein Armeevertreter eine begrenzte Zahl von Schüssen durch israelische Soldaten ein. Diese hätten sich bedroht gefühlt.